Tschüss. Jetzt nach dem Eistreuen sieht man, wie schön dieser Siemergolf noch beieinander ist. Also richtig toll. Die Achsen wie neu. Da ein bisschen Rost, das hat da unser Eistreugerät schon ziemlich abgetragen. Da muss man mit dem Nadelndrosch noch ein bisschen nachputzen und fertig. Nicht einmal bei den Narben hat der viel Rost. Da habe ich oft neue Fahrzeuge, da ist das komplett braun. Da verstehst du die Welt nicht, gell? Es hilft schon was, wenn ein Lack drauf ist, gell? Das ist schon mal nicht nix, ne? Und wir machen das jetzt mit einem Karlein Rostopp-Primer, diese ganze Achse und Motorträger. Karlein Rostopp-Primer. Hinten genauso. Hat auch noch kleine Roststellen, ein bisschen nachputzen mit dem Nadelentroster. Dann schön abkleben alles. Und dann kommt da ein Karlein Rostopp-Primer drauf. Alles schön sauber durch den Eistrahler, das ist schon klasse. Ohne das Gerät wären mir nichts. Ja, und das tut er schön nachputzen mit Nadelndroster abkleben. Karlein Rostopp-Primer drauf und dann kriegt er ein farbloses Premium-Transparentwachs. Das ist momentan der absolute Renner. Und das schaut bei solchen Autos wirklich toll aus. Gell. Dann bleibt er wie neu. Ne? Und dann bleibt er neu. Der rostet dann nicht mehr. Die Karosserie kann man so konservieren, dass die Autoleben nicht mehr rostet. Das ist schon klasse. Die Achsen aber nicht. Die muss man immer wieder kontrollieren und nachspritzen. Aber an Rostot wird der Siemergolf sicher nie sterben. Den kann er noch in seine Enkel vererben, gell?
der Dietmar. Wahnsinn. Und solche Blechüberlappungen, wo wir mal das ML reinsprühen, das kann man mit diesem Permanent, also mit diesem Premium Transparentbox, dass ich es rausbringe, kann man das schön zumachen. Wie mit einer Dichtmasse. Das Material ist so toll. So eine Kante kann man schön aufbauen. Da haben wir schönen Schutz über die Kante. Aber wenn einer sehr rostig ist, geht das Transparente nicht so, weil es halt einfach dann schier ausschaut. Außer es will einer, dann kann man das genauso machen. Ne? Aber da ist dann schon schöner, wenn er ein deckendes Wachs hat. Bei vielen verschiedenen Rostflecken, wie beim letzten Video der Volvo. Ja. Okay. Und was haben wir da drüben? Da haben wir was ganz Tolles. Also so ein nagelneuer Defender. Wirklich toll. Ein Riesenauto. Riesig. Sie haben einen mega Alu-Achs hinten rein, der natürlich ein Autoleben haltet. Aber so beim Achsträger haben sie gar nichts gemacht. Gell? Nur diese Werkslackierung. Sonst nichts. Das machen wir jetzt auch mit Kral und Rohstoff rein. Schmutziges auch ein bisschen, nicht viel. Das mache ich jetzt gleich mit dem Eistrahler alles sauber da, was ich finde. Ja. Das ist aber ein toll, netter Service, dass du mir das herrichtest. Du musst anfangen. Ja, ich weiß. Da ist Eis drin, sonst steckt die. Autsch, ja, da muss ich schnell machen. Ja, passt. Ich beeile mich schon. Ja, das muss ich wohl sauber machen mit dem Eistrahler und dann kann man da auch abkleben, Karl und Rostock Primer drauf. Und dann kriegt er auch dieses Transparentwachs, weil der fährt kein Gelände, der braucht kein hartes Wachs. Jetzt kommt der Karl und Rostock Primer auf das Auto. Alle Achsen, alle Metallteile werden jetzt perfekt übersprüht mit diesem Rostock Primer. Das ist wieder auf den Kunden. Ich verziehe mich gleich, weil das sehr unangenehm riecht. Dann füllen wir nochmal ab, wenn er fertig ist.
Hohlraumschutz mit Dinitrol 1000. Dinitrol ML hat er schon vorgespritzt, der Simon, ganz klar. Ich bringe wieder zugleich für den Kunden mit und für YouTube. Spannende neue Erfahrung für mich. Ja, Hohlraumschutz, Dinitrol 1000, alle Hohlräume. Und jetzt kommt dieses Karlein Premium Transparentwachs. Da sehen wir nichts, gell? Sieht man aber nicht, ne? Ja. Das geht ein bisschen. Wir schauen dann, wenn du fertig bist. Ja. Man sieht schon. Ich möchte gerade Hohlraumschutz machen und habe da mal ein bisschen rumprobiert. Also Hohlraumschutz geht schon, weil der ist schon wieder trocken. Der Rostoprimer ist super. Von der Trocknungszeit her und so. Aber mir ist das ein bisschen komisch vorgekommen, dass die schon. Dann habe ich mit dem Magnet probiert und da ist wirklich alles irgendwie Alu oder Kunststoff. Ich schätze mal Alu. Ja, schau, das ist sogar Alu. Da habe ich ganz gescheit eingespritzt. Naja, da haben wir mal ein Stahlblech. Das dürfte Alublech sein oder Kunststoff. Wahnsinn, alles. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie man das da. Na, ich wollte da Kleber gesehen. Und Nierten, nichts geschweißt, gell? Denkt man, komisch, nichts geschweißt, alles verniertet und verklebt. Tatsächlich, das ist alles Alu oder Kunststoff. Ha, Wahnsinn. Im Prinzip brauchst du jetzt gar keine große Konservierung, gell, theoretisch. Es brennt sich eigentlich Lärm, die ganzen schwarzen Stahlbleche jetzt, und das sind alles Halterungen, Träger, Achsen, Hinterachsträger und so. Aber ich werde jetzt trotzdem alles einsprühen, weil für das zahlt er ja, und man kann das ja trotzdem auch konservieren mit diesem farblosen Wachs. Aber ich brauche jetzt natürlich mit einem ML nicht arbeiten bei den Blechen, weil aber nicht so, das kann ich mir sparen. Ne? Aber ist brutal. Jetzt bin ich ganz schockiert. Wahnsinn. Ja, schön. Das ist wieder Stahlblech. Ne? Defender. Jetzt muss man sich schon fragen, gell? Der kostet ungefähr so viel wie so ein gut ausgestatteter D6. Der war aus, oder? Mach ich aus. Der kostet so viel wie ein gut ausgestatteter D6, gell? So um die 70.000, 80.000. Da kriegst du aber dann ein mega Auto um die 70.000, 80.000, wenn das alles Alu ist, gell? Ist unwahrscheinlich, ne? Und beim D6 halt nicht so wirklich, gell? Also das ist schon ein Unterschied. Mal schauen, die Türen. Ah, die Türen sind schon Blech. Sind schon sie mal die Türen aus Alu. Ja, die sind Blech. Und der Kotflügel ist auch Blech. Und die Seitenwand. Ja, die Seitenwand ist Kunststoff. Da, oder Alu, ich weiß es wirklich nicht da. Aber da. Ja. Unglaublich. Ich vermute, dass das der Besitzer auch nicht weiß. Aber ich werde es ihm schon nicht beibringen, dass sein Auto nie rosten wird.
Und schon sind wir bereit zum Einwachsen. Wir nehmen wir das Transparentwachs vom Kadern. Das können wir da jetzt schön über die ganzen Aluteile machen. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ja, kann das super auf die Kanten aufbauen da. Und ich kann die Aluteile gleich mitmachen. Das ist echt ein super Vorteil von dem Transparentwachs. Mache da eine schöne dicke Schicht von allen Perspektiven. Das kann ja auch noch mitwachsen. Das ist ein Schutzblech. Ich weiß nicht genau, was da drunter ist. Ich weiß auch nicht alles, gell, bei den Auto. Also zum Beispiel darf man das auf der Kante sehr schön aufbauen. Und wenn ich will, kann ich da sogar noch ein bisschen weiter und ein bisschen mehr aufsprühen. Und jetzt werde ich die Kamera weglegen und mit beiden Händen weitermachen. Tue ich mir doch ein bisschen leichter. Auf die Bremssattel tue ich das aber nicht drauf. Da tue ich das Hautwachs auf, das Dinitrol 4010. Mache ich mal fertig und dann filme ich nochmal ab. Da hinten kann man jetzt ganz gut demonstrieren, zum Beispiel solche Spalten, gell? Solche oder auch Blechüberlappungen, ne? Wie gut man das mit dem Transparent so machen kann. Das kann man schön zu, also fast wie mit Dichtmasse kann man das zumachen, weil das so eine tolle Struktur hat. Also das kann man nicht nur auf die Kanten schön aufbauen, sondern auch auf die Kanten, sondern auch man kann so Blechüberlappungen, so kleine Spalten kann man komplett so machen. Schau, jetzt habe ich da ein bisschen, was ich da gleich für Kruste benannt habe. Ne? Das geht mit keinem anderen Wachs, ne? Das ist so unglaublich gut. Oder da zum Beispiel, dieser Spalt da, ne? Den kann ich jetzt da so zu machen. Das ist einzigartig. Ne? Das geht nur mit diesem Wachs hier. Das hat so eine tolle Struktur. Einfach leicht gut. Schutzblech schön einwachsen da. Ich habe jetzt gerade einen Tag gehabt, da war das Schutzblech so rostig und so faul, das haben sie tauschen müssen. Und da haben sie alle Schrauben abgerissen, das war der totale Horror. Da kann man diesen Besitzer jetzt davor bewahren, das wird niemals kosten. Da ist jetzt innen drin die Nitrol 1000 da, ist er wieder eingespritzt. Und außen das ist transparente Premium Max. Und dann kann das nicht mehr rosten. So, jetzt nehme ich wieder beide Hände, ist besser. Ist ermüdet sehr, wenn man den Schlauch nicht festhalten kann mit der anderen Hand. Oh, ist das geil, oder? Und morgen ist das schwarz. Der Simon übertrifft sich wieder selber, muss ich echt sagen. Jetzt hat er die Bremssättel mit Zinkspray gemacht, schaut super aus wie neu. Dann hat er den rostigen Streifen von der Bremsscheibe abgeklebt.
tut er noch ein bisschen Zinkspray, also hat er Zinkspray oben und jetzt kommt noch das 40-10 drüber. Ne? Also er ist immer pingeliger und pingeliger. Aber ist schön, warum nicht? Der, der Besitzer hat eine Freude. Na, gehen wir mal schauen, wie schön der Simon das Auto eingewachst hat. Wieder mal eine super Arbeit. Da ist jetzt 40-10 drauf, farbloses Hartwachs. Auch hier über die Bremssättel. Auch hier über der Bremsscheibe. Gut gemacht, Simon. Und also eine mega fette Schicht wieder von dem Transparentwachs. Da werden wir morgen schauen, ob das schon ein bisschen schwarz wird. Aber bei der Menge glaube ich eher nicht so. Da ist auch viel oben. Aber das passt schon. Dann haben wir mal einen Siemer Golf für die Ewigkeit konserviert. Hinten dasselbe. Wunderschön, dicke, fette Schicht drauf. Schau mal, wie er es da fett aufgebaut hat. Brutal. Wer? Ja, du. Da hast du ganz dicke Schicht drauf, auf der Kante. Das geht dann nur mit das dem. War's? Ja. Ich bin so begeistert, ich muss es immer wieder sagen. Es geht cool. Wirklich nur mit dem Wachs, dass man da so auf der Kante auftragen kann, dass man so Blechüberlappungen zuspritzen kann. Das geht nur mit dem Wachs. Mit dem Schwarzen geht's? Ja, das ist das Gleiche. Ziemlich. Mit das, der Schwarz ist das Gleiche, der Lein Schwarz. Ja. Da geht es genau gleich. In High Performance bekommst du es nicht ganz so schön. Nein, das ist dünner. Aber mit der Flächenlöse bekommst du es auch schon einigermaßen. Schöner. Schön. Ja. Die Flächen, die sind verstäubt, ein bisschen ja, schöner. Ja. Gut, sehr gut. Und dann baust du den heute noch zusammen, oder? Du wilder Hund. Du, es ist erst. Es ist erst 7:30, ne? Ja, also das soll ich zu Hause, ne? Das ist doch noch keine Zeit, das sind noch keine 10 Arbeitsstunden. Ja. Stimmt. Boah, gib mir mal noch mal. Auspuff hat da mit dem Printex bis 500 Grad hitzebeständig und da mit dem hellen Printex, was so bis 100 Grad hitzebeständig ist, dann ist der Endtopf auch wieder wie neu. Schön, dann kannst du den Zupflasch dann wieder mit Verkleidungen. Ja. Stimmt's, Vlad? Du bist heim, gell? Der hat Hunger. Sehr. Deine Pfötchen werden ganz klebrig sein, ha? Wenn du zu Hause bist. Ha? Kind, Vlad, die geh raus da. Ja. Der ist vergnügt. Ja. Schmeiß die Kamera um, ist gut. Die Kamera für die Kanalmitglieder. Das wäre wieder super, ne? Sehen die nichts mehr. Ne. Ein neuer Tag, der nächste Tag. Und am meisten interessiert es natürlich, wie das jetzt am nächsten Tag ausschaut. Und das ist schon ziemlich grifftrocken. Auch schon noch sehr weich, gell? Da wo es ganz dick rum ist. Dauert eine Woche ungefähr, dann ist es wieder schwarz-grau und ist wie Gummi. Da ist 40-10 drauf auf dem Motor, auf dem Auspuff Zinkspray 500 Grad und hinten Zinkspray für 100 Grad circa. Da ist Zinkspray drauf und ein Überzug auch mit 40-10 noch dazu. Da auch. Hinten auch auf die Bremssättel und jetzt baut er noch fertig zusammen. Aber man kann da schon draufgreifen, der ist gewaltig. Ist wie Gummi. Und beim Defender ist das Gleiche. Da liftet schon sehr schön ab. Schau, wie das schön schwarz wird. Der ist total super. Und ist auch schon ziemlich trocken. Nur da, wo es ganz dick rum ist, da greife ich jetzt nicht rein. Alles toll. Und jetzt haben wir das Ganze ab. Das ganze Abdeckmaterial wieder runter machen und wieder schön zusammenbauen. Jetzt ist er fertig, der Defender. Alles fertig. Alles zusammengebaut, Räder nachgezogen, keine Schraube übrig. Und das war wirklich nicht schlecht. Ich habe da jetzt drei Stunden jetzt zusammengebaut. Jetzt ist schon bald 3 Uhr nachmittags. Aber wir haben alles angeschrieben. Wenn du da nichts anschreibst, dann bist du ein armer Hund. Also du machst jeden Tag. Ne? Aber wenn man es anschreibt, geht's schon. Dann geht's. Das geht dann schon. Ja. Na, ist gut. Jetzt sieht man nichts mehr von meiner Arbeit. Aber da noch ein bisschen. Achsen sind perfekt konserviert für die Ewigkeit, würde ich sagen.
Der Kunde fährt nur normale Straßen, da hat das überhaupt kein Problem. Hohlraumschutz habe ich auch rein in der Heckklappe. In die Türen, die sind aus Metall, also Stahlblech. Motorhaube nicht, der ist wieder. Motorhaube ist wieder irgendwie Alu oder Kunststoff, ich weiß es nicht. Auch die Seitenwände sind Kunststoff, aber die Türen sind Metall. Die Heckklappe ist auch Metall. Ist ganz interessant. Lass mal runter, da mal übergeben. Stell ihn gerade raus, schaut mal, was der für tolle Kamera hat. Also das ist schon unglaublich, was sich da tut. Er schimpft, weil ich nicht umgeschnallt bin. Wow. Bin schon nicht schlecht, gell? Gewaltig. So, stellen wir ab. Bremse hat er drinnen. Kann man schön übergeben. Hängt wieder fest. Nylon. So. Gut. Stopp, da darf man nicht reinspritzen. Das ist der von dem Schalter, die Ablaufrinne. Da rinnt das Wasser raus, was der Schalter reinbekommt. Also da kann man nichts reinspritzen. Der hat praktisch diese zwei Möglichkeiten zum Raustun. Du kannst aber auch in die Richtung spritzen und das rinnt dann von selbst, weil das penetrierend ist. Aber vielleicht sollte man doch die rausnehmen, nachher die ist sicher. Wie willst du die auf? Mit unserem Kunststoffhebel. Das ist doch lackiert. Warte, ich zeig's dir. Das ist zwar lackiert. Ich hoffe, ich schaff's mit einer Hand. Ah. Aber es geht schon raus, weißt du? Mit so ein bisschen. Oh nee, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt macht man kaputt. Jetzt ist er hin. Oh nee. Jetzt ist er hin. Ja, dann suchen wir einen neuen. Wir haben eh so viele. Ja. Dann ist der halt hin, ja. Die alten Stopsel halten halt nicht immer, ne. Der hat es überlebt. So was haben wir ja tausendfach da, ne. Der ist abgebrochen. Sei nicht immer so pingelig. Boah, doch. Hey. Mach da mal was rein und dann bringe ich dir einen neuen Stopsel. So geht's bei uns den ganzen Tag. Ich muss ja erst mal schauen, ob das passt. Ne? Ja, versuch mal. Der ist zwar braun, aber es macht ja nichts. Na, der ist nicht. Nein. Der ist so pingelig. War der eine schmutziger, schau wie toll. Du, den lackieren wir jetzt noch. Ja, genau. Ja, das ist AW7. VW AW7. Das heißt, fahr schnell mit deinem Fahrrad nach Innsbruck und hol eine Farbe. Ja. Ja, so passt das. Ne? Das ist ein Multicolor. Multikulturell. Golf 7. Ein Multicolor. Ja. Mhm. Multicolor Heckklappe, aber die wird niemals rosten jetzt. Das ist die Hauptsache. Spielt keine Rolle, wenn der braun ist. Da. Das sagst du. Oh. Was sagt der Kunde? Der ist heikel. Der wird uns zur Schnecke machen. Okay, das muss ich dann auf mich nehmen. Ja. Du bist nicht schuld. Ja. Kannst du sagen. Okay. Ach, und das jetzt muss ich dir jetzt noch heim. Sagen, ich habe es dem Simon schon erzählt. Ja? Hast du den einen, du kannst ja nicht alle antworten, kannst du nicht filmen. Der eine hat geschrieben, bei den Türen, bei den Autos, solltest du aufpassen,
beim Hohlraum, ja, dass du nicht die Basslautsprecher versprühst. Ja, mach mal eh. Hast du es gesehen? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Da kann man auch gar nicht hin, weißt du? Nee, wir spritzen ja nicht nach oben, genau, sondern nur in diese Richtung und in die andere Richtung. Gerhard, bleib so, wie du bist. Unten die 10 cm können wir einsprühen, drüber darf man nicht. Das sieht man auch auf jeden Spritzplan, dass da oben eigentlich eine Sperrzone ist. Da sind oft die Crash-Sensoren für die Airbags oder eben die Lautsprecher. Da, ja. Ja, da ist auch der Fensterhebermotor rein und so. Da spritzt man nicht hin. Aber unten die 10 cm, die darf man konservieren. Aber den Film, den du mir geschickt hast, über dein Handy, ich habe auch ein sehr gutes Handy. Ja. Das macht super Aufnahmen. Ja, das ist ein neues Samsung. Samsung. Ich weiß nicht genau, die Kamera ist A53, also nicht das neueste. Das ist super. Ja, aber super seit letztem Jahr habe ich das und das macht gute Aufnahmen. Ja, sehr gut. Ja. Von der Form her, gell, und die Bausen. Ich fotografiere ja schon seit fast 60 Jahren. Nur das Beste für meine Kunden. Gerhard, du bist ein cooler Typ und halt mich nicht für verrückt. Nein. Gell? Und genießt das Ungarn, glaubt mir es. Mach ich. Genieße das auch, wenn ich jetzt nach Schweden komme mit meiner Tochter. Und okay. Das ist so super, gell? Ich wünsche dir schöne Zeit in Schweden, gell? Mach's gut. Schöne Grüße der Frau und gute Besserung. Ja, ich sollte auch einen schönen Gruß bestellen. Mach ich. Also, mach's gut. Danke nochmal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Gerhard. Ciao. 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 Danke nochmal. Gerne. Sehr nette Kunde, der Dieter. Dietmar. Na, so nett. Das ist Wahnsinn. Er ist schwer behindert und in Pension. Aber er gönnt sich jetzt doch noch ein bisschen Reisen. So gut es halt geht mit seiner Frau. Ne? Wieder tolle Konservierung gemacht. Bin ich echt happy. Ich habe leider so tolle Leute. Ich habe so tolle Kunden. Ich habe echt ein Glück im Leben. So wie meine Hundis. Ne? Gell, Flatti? Ha? Magst du mal rausgehen? Jetzt wäre Zeit. Die war auch rausgehen. Na, kommt's raus. Gehen wir wieder rein. Jetzt helfen wir Simon beim Nadeln. Die sitzen lieber in dem Auto. Ne? Kim Shiva. Die hat keine Lust. Shiva hat keine Lust. Shiva, kommst du mit? Ne, Shiva mag nicht. Gut, Mäuse. Ich helfe jetzt den Simon ein bisschen Nadeln und wir sehen uns wieder nächste Woche oder übernächste Woche beim neuen Video. Pfiat euch!